und rein ins Internet der Dinge, denn unsere nächste Gruppe hat den ganzen Hackathon quasi im Makerspace verbracht und hat von 0 auf 100 sich eine Sensorbox gebaut, die Luftqualität misst. Das Projekt heißt Luftmessungsbox und ist ein tolles Beispiel dafür, wie man Sachen anwendet, die man vielleicht mal so in der Schule irgendwie mal hört, aber eigentlich gar nicht genau weiß, wofür man das eigentlich braucht. Zum Beispiel sowas wie Schaltpläne, die man jetzt einfach mal auch wirklich ausprobieren kann. Dabei auch merkt, wow, wenn man mal wirklich so einen Schaltplan umsetzen muss, dann ist es gar nicht so trivial. Man merkt, wenn man einmal die Übersicht verliert über die ganzen Kabelsteckplätze, weiß man plötzlich gar nichts mehr, was schaltet. Dann zieht man alles wieder raus, macht alles wieder neu, stellt dabei aber fest, wow, wir brauchen vielleicht gar nicht so viele Kabel oder wir können das ein bisschen intelligenter lösen. Hier haben sich sozusagen auch drei Spezialgebiete gebildet. Die einen waren ein bisschen mehr Software, die anderen ein bisschen mehr Hardware, die anderen ein bisschen mehr Design. Und jetzt sind wir gespannt auf... sind die falschen Namen. Auf Carla, Adrian und Emil. Also, die Namen wurden ja gerade vorgestellt. Unsere Idee ist halt von so einer Luftmessungsbox. Die kann halt Autogase messen, also sozusagen wie viel Autogas in der Luft ist und Methan und so. Und auch die Temperatur. Und das zeigt sie dann halt an drei LEDs an. Grün ist gut, gelb ist mittel und rot ist schlecht eben. Und wenn man dann die Box so um sich schleppt, also der Geist ist dann zum Beispiel mal eine Person, die die Box hat, wenn die dann halt so rumläuft, dann kann sie eigentlich auf die Box gucken und gucken halt, ob das dann, ob gute Luft ist oder nicht. Soweit sind wir noch nicht, aber dann könnte man vielleicht auch eine Karte ausstellen, wo die Luft gut ist und wo nicht. Zum Beispiel beim Brot ist sie nicht gut und das guckt der Geistliche jetzt an. So. Und dann kann er vielleicht übers Internet so Pflanzen bestellen halt und die bestellen, also die Pflanzensamen und dann einpflanzen und dann halt das Ergebnis ist halt mehr Pflanzen, sauberere Luft und ja, dann. Also wir wollten mit dem Arduino arbeiten und wollten es erstmal probieren, das Ganze mit Snap zu machen. Aber das hat nicht so gut funktioniert, weil wir haben ja zwei Sensoren. Einmal den Gassensor, der misst halt, wie dreckig die Luft ist. Hier drin ist jetzt nicht so gute Luft. Und dann noch den Temperatursensor. Aber mit dem hat es bei Snap nicht funktioniert. Das bedeutet, dass wir es dann beim richtigen Arduino-Programm gemacht haben. Und dort mussten wir, weil wir haben alle konnten alle so ein bisschen Scratch und dann haben wir alle nochmal etwas dazugelernt. Wir haben das so gemacht, wir haben zwei Variablen genommen, also für den Gassensor und für die Temperatur. Und nicht wundern, die Temperatur ist auch nicht so genau, denn da haben wir so eine Zahl bekommen, das mussten wir ausrechnen, wir hatten aber keine genauen Zahlen, das heißt, wir haben das nur so ungefähr geschätzt. Dann haben wir wenn es einen höheren Wert hat, je höher, je schlechter, dann ist natürlich rot. Und so, wenn es so mittendrin ist, wir haben jetzt die Zahlen zwischen 350 und 550 gewählt. Dort ist dann so mittel und wenn es unter 350 ist, dann ist es halt gut. Und hier haben wir jetzt auch nochmal die Zahlen und hier drin soll es 22 Grad sein. Ob das jetzt so realistisch ist, könnte eigentlich schon sein. Aber es ist hier drin halt keine gute Luft, laut dem Ding. Wir haben für die Design für die Box haben wir 3D gedruckt. Wie man auf dem Bild sieht, haben wir drei Löcher für LEDs. Eins für Rot, eins für Mitte, eins für Grün, wie Carla sagte. Und der runde, große Runde, war für den Gasdetektor. So, es hat Autogase und Metapher und ein paar andere Gase so
angezeigt. Und wenn es war viel, wird es rot. Wenn es war so Mitte, wird es gelb. Und wenn es nicht so viel, ist grün. Wir haben auch ein Temperaturthermometer eingebaut, wie man hier beim großen Viereck sieht. Wir wollten auch einen Feuchtigkeitssensor einbauen, aber es ging kaputt, so wir haben nur ein Temperaturthermometer gebaut. Emil, das, wie man hier sieht, sieht man es nochmal. Und now, jetzt zu der Hardware, Emil. Hardware. Hier sieht man nochmal die Skizze. Hier sieht man noch die Hardware, die drei LEDs und nochmal den Gassensor und den Temperaturthermometer. Danke. Und wir wollten auch jetzt ein Experiment machen, aber es blinkt schon rot und eigentlich ist es schon schlechte Luft hier drin. So. Eigentlich brauchen wir kein Experiment. Hier, wie man sieht. Okay, danke fürs Zuhören.